Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen auch an alle Filmfreunde, denn es wird heute losgehen mit meinem Mittelerde-Rewatch mit dem ersten Teil des Hobbits-Films. Ja, ich habe euch auf Instagram ja gefragt, ob ihr Lust habt, wenn ich jetzt schon mal wieder Herr der Ringe und den Hobbit mir anschaue, ob ich da nicht auch einfach mal so ein bisschen wie eine Filmbesprechung machen soll, im Sinne von dem Film betrachten, aber natürlich auch den Gedanken der Buchadaption, wie ich das einfach so finde, wie ich in dem Mittelerde-Universum auch irgendwie zu Hause bin. Und natürlich schauen wir jetzt die Filme, nicht nur weil ich Heimweh habe, für mich ist das Auenland und Herr der Ringe und Mittelerde immer ein Nachhausekommen, sondern natürlich auch, weil ich super gehypt bin auf die Serie ab September, wo wir uns ja irgendwie ins zweite Zeitalter in Mittelerde bewegen. Der Teaser ist raus und ich bin nicht ganz so begeistert. Das war ich auch schon bei den Hobbit-Trailern und so nicht und das sollte sich ja dann irgendwann mal bewahrheiten, aber ich möchte ja offen bleiben und jetzt erstmal so mit dem Hobbit anfangen und dann dem Herrn der Ringe weitermachen und vielleicht bespricht man dann ja tatsächlich irgendwie mal den Trailer oder auch den Teaser, das kann man ja durchaus so machen. Also alle, die Mittelerde so lieben wie ich oder auch gerade erst anfangen es zu lieben, lasst uns gerne so ein bisschen in den Austausch gehen, auch über die Kommentare, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht, wo seid ihr ganz anderer Meinung oder auch gleicher Meinung mit mir, lasst uns da ganz wunderbar bunt einfach so ein bisschen austauschen. Meine Herr der Ringe Geschichte begann so 7., 8. Klasse im Deutschunterricht, Thema Fantasy, der Herr der Ringe tauchte auf, ich rannte in die Bücherei und habe dann alle drei Bücher gelesen, habe es geliebt, habe mich zu Hause gefühlt, angekommen gefühlt und das war so auch mein Startschuss, auch wenn ich vorher schon Fantasy gelesen habe, aber tatsächlich so in diese High-Fantasy gegangen bin, wo ich dann wirklich mich zu Hause gefühlt habe. Und immer wieder, wenn ich Mittelerde irgendwie aufschlage, einen Film anschaue, ich fühle mich zu Hause, ich fühle mich angekommen und ich liebe diese Welt. Ich finde es großartig, was J.R.R. Tolkien hier geschaffen hat, dass er um eine Sprache, die er erfunden hat, eben eine Welt geschaffen hat und wie groß diese Welt ist. Also man kann hier oben in dem Regal ganz gut sehen, wie viele Bücher ich dazu habe, was ich alles schon gelesen habe. Ich würde sagen, ich habe vielleicht 90% von all dem gelesen, was es irgendwie zu lesen gibt. Auch verschiedenste Nebenliteratur, was super spannend ist. Natürlich viel auch in Foren unterwegs gewesen, wie dann das so ein bisschen aufgekommen ist. Und ich habe jede Info eingesogen, die ich irgendwo gefunden habe, mit sehr viel Leidenschaft. Und ja, so typisch nerdig, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch einfach mit großer, großer Begeisterung. Und als dann vor 20 Jahren, 2001, endlich der Herr der Ringe in die Kinos kam, da war ich total geflasht und definitiv auch sprachlos in dem Kino gesessen und habe diese drei Filme sehr, sehr geliebt. Und dann wurde der Hobbit angekündigt, knapp ein bisschen was 10 Jahre später. Und dann dachte ich schon, das wird irgendwie eine Trilogie, das ist doch so ein kleines Kinderbuch. Wie kann er, also Peter Jackson, hier denn eine Trilogie draus machen? Und war da schon sehr skeptisch und als die ersten Trailer kamen, dachte ich auch schon, okay. Aber ich wollte dem natürlich eine Chance geben und so beginnt dann eben jetzt auch der Rewatch. Wir neigen, seitdem es den Hobbit gibt, eben immer dazu, auch erst den Hobbit anzuschauen und dann dem Herrn der Ringe, was dann auch immer so ein bisschen für hohen Puls sorgt, zumindest beim Hobbit. Da werdet ihr sehen, dass ich da nicht alles wirklich einfach nur gut finde. Beim Herr der Ringe kann ich da schon mehr schwärmen. Beim Hobbit spätestens im dritten Teil kann ich dann noch nicht mehr so ruhig bleiben und ich war auch im Kino nicht ruhig. Und aber das kommt dann, wenn wir beim dritten Teil sind. Der Grund, weswegen wir das machen, ist ja, weil der Hobbit 60 Jahre vor dem Herrn der Ringe spielt und auch wenn es Bezug natürlich immer auf den Herrn der Ringe gibt und auch irgendwie umgekehrt, macht es so gefühlt einfach so ein bisschen den Sinn. Wir schauen eben erst die Vorgeschichte und dann schauen wir den Herrn der Ringe. Ja, 2012 ist der erste Teil in die Kinos gekommen und das Besondere auch am Hobbit war, dass er in 3D war und eine 48er Bitrate hatte, was dafür gesorgt hat, dass man da anfangs schon sich erst mal dran gewöhnen musste. Also ich weiß noch, dass ich den Schnitt sehr schnell fand, dass ich überhaupt diese Geschwindigkeit sehr schnell fand und tatsächlich auch so dachte, huch, wo bin ich denn hier gelandet? Ich mochte den 3D-Effekt im Kino sehr gerne. Man hat gemerkt, dass Peter Jackson sich Gedanken gemacht hat, welche Szenen er in 3D verkörpert, wie er verschiedenste Kameraführungen gemacht hat. Das möchte ich wirklich sagen, das war so ein 3D-Erlebnis. Ja, was wirklich ein Erlebnis war, was mir im Kino sehr gut gefallen hat. Ja, ich glaube, anfangs war Peter Jackson ja gar nicht so geplant.
für diese Hobbit-Filme. Ich glaube, es war mal Del Toro auch im Gespräch, der hat es dann aber irgendwann abgelegt und dann kam eben wieder Peter Jackson ins Spiel. Wir haben auch verschiedenste andere Mitwirkende, die wir schon aus dem Herrn der Ringe kannten, unter anderem auch Howard Shore, der wieder die Musik beiträgt und das macht er, finde ich, einfach richtig, richtig toll. Der erste Teil ist nun eine unerwartete Reise, ist, glaube ich, ab 12 Jahren auch freigegeben, was ich tatsächlich auch ganz in Ordnung finde, weil der noch in keinster Weise irgendwie so brutal ist. Was man sich aber schon fragen muss, gerade beim Extended Cut, der irgendwie über 3 Stunden dauert und wenn man bedenkt, dass das Buch ja, glaube ich, keine 300 Seiten hat, fragt man sich natürlich, was kommt danach? Man sagt ja immer so ein bisschen, so 80 bis 100 Seiten entsprechen etwa einer Filmstunde. Und wie man dann schon merkt, muss man sich eigentlich fragen, was hat er hier in die Länge gezogen? Man merkt recht schnell im ersten Teil, dass eben Geschichtsstränge dazugekommen sind, die gar nicht im Hobbit-Zeitraum irgendwie laufen. Und ich denke, wir gehen einfach mal so ein bisschen, den Film durch, was ich mir so viele Notizen gemacht habe. Und was ich so auch zu den Unterschieden zu sagen habe. Wundert euch nicht, ich habe mein Notizbüchlein hier unten. Irgendwo musste ich das ja ein bisschen aufschreiben, auch wenn natürlich vieles natürlich auch im Kopf ist. Sehr schön ist der Beginn, vielleicht noch vorab, es wird natürlich hier gespoilert und ich spreche von der Extended-Version. An die Kinofassung, welche Unterschiede es da so gab, das kann ich ganz schlecht auseinanderhalten, weil ich immer nur dann die Extended-Version angucke, auch vom Herrn der Ringe. Ich kann da auch nicht mehr sagen, welche Szenen hineingeschnitten sind oder was auch immer. Also ja, und Vorsicht, Spoiler. Es wird hier definitiv der Hobbit gespoilert, wahrscheinlich auch ein bisschen Herr der Ringe. Also ja, ihr seid alle gewarnt. Wir starten den Hobbit ja mit der Zurückblende oder der Vorwärtsblende. Also wir sind eigentlich wieder im Herrn der Ringe gelandet. Dort treffen wir ja Bilbo Beutlin, den wir ja eben aus dem Herrn der Ringe schon kennen, wie er eben gerade sein Buch anfängt, wie er uns eben von dieser Reise erzählen möchte. Er ist ja schon ein bisschen älter, 111. Geburtstag. Und wir treffen auch auf Frodo und wir führen im Grunde ein Gespräch, oder die beiden führen ein Gespräch, was wir eben aus dem Herrn der Ringe 60 Jahre später sozusagen schon kennen. Gleichzeitig wird uns hier eben so ein bisschen von Bilbo auch erzählt, die Geschichte der Zwerge, wie es eben um den einsamen Berg lief, wie diese Königslinie war rund um Thorin und seinen Großvater, um seinen Vater, wie es eben auch dazu gekommen ist, dass dieser große Stamm an Menschen und Zwerge, die auch in Friede zusammen gelebt haben, wie dann eben der Drache Smaug gekommen ist und auch die Orks dann eingefallen sind. Das erzählt uns Bilbo so ein bisschen. Und dann gibt es einen wunderbaren Cut, den ich immer wieder schön finde, wo es an der Tür klopft und wir wissen aus dem Herrn der Ringe, das ist Gandalf und Bilbo eben hinausgeht und gleichzeitig gibt es eben draußen dann den Cut, dass wir eben den jungen Bilbo von vor 60 Jahren, also zu der Jetztzeit, wo der Hobbit spielt, kennenlernen und dann eben Gandalf bei ihm auftaucht, es erstmal Diskussionen über den guten Morgen gibt und ich da wirklich schmunzeln muss, weil das eben den Humor von Bilbo und eben auch von Gandalf wunderbar trifft, wie ich finde. Man darf ja nicht vergessen, dass das eigentlich ein Kinderbuch ist, gar nicht so eine erwachsene High Fantasy, dass es vieles lockerer, entspannter, leichter, humorvoller war, als man es dann tatsächlich so aus den Filmen irgendwie kennt. Die sind schon sehr erwachsen, sehr ernst, auch an mancher Stelle sehr brutal. Das ist das Buch im Gesamten einfach nicht. Die beiden führen einen Austausch und Bilbo hat keine Lust auf Abenteurer und schickt eigentlich Gandalf auch weg und sagt, lass mich in Ruhe. Und Gandalf ist so ein bisschen bestürzt, dass das hier der Bilbo ist, der früher eben sehr gerne unterwegs war. Eines Abends, Bilbo ist gerade am Kochen und will eigentlich essen und dann klopfen nach und nach die Zwerge an und sehr gut ist hier schon mal zu sagen, dass diese Hallo-Szene nicht so lange im Film dauert, wie es im Buch war. Also im Buch hat sich das Gefühl wirklich sehr lange hingezogen. Im Film ging das recht schnell. Die Reihenfolge ist ein bisschen unterschiedlich. Thorin kommt nicht als letztes und zu spät, sondern ist, glaube ich, schon der dritte, der klopft mit einer kleinen Gruppe. Und man muss auch gar nicht so lange Bilbo darum bitten, wie im Film, und ihm sagen, ach, komm doch bitte mit. Und dann lehnt er es ja ab. Und so ist das tatsächlich im Vergleich zum Beispiel zum Buch überhaupt nicht. Bilbo gibt sich relativ schnell geschlagen und wird der Meisterdieb der Truppe und möchte dann mitgehen und man verabredet sich dann für den nächsten Tag. Was wirklich schön ist am ersten Teil, ist tatsächlich, wie wir hier die Zwerge kennenlernen. Das ist so ein bisschen wie bei den Gefährten im Herrn der Ringe. Wir lernen die Zwerge gut kennen, vielleicht nicht alle 12 oder 11 auf einmal richtig nah, aber wir haben zu jedem irgendwie ein Gesicht, vielleicht auch schon irgendwie eine Stimme. Auch die Komik kommt hier, ohne dass es so platt irgendwie wirkt, wunderbar rüber. Wenn die dann das Singen anfangen, die Zwerge, finden die Lieder, hat man wunderbar umgesetzt, die man auch aus den Büchern oder aus dem Buch kennt. Und das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Also diese ersten Momente, das hat sich wie zu
Hause angefühlt. Da war es für mich auch dieses richtige Feeling. Und ich habe mich auch sofort in Martin Freeman als Bilbo Beutlin verliebt und muss wirklich sagen, dass Bilbo ja auch schon im Herrn der Ringe ein ganz toller Charakter war. Und ich habe sowieso ja sehr mit den Hobbits und außer mit Frodo. Da kommen wir aber später dazu. Irgendwann, wenn wir über den Herrn der Ringe sprechen. Und ich fand das richtig toll. Ich fand den Unterschied so ein bisschen schade, dass man Bilbo so zaghaft hingestellt hat, er irgendwie hinterher rennt. Eigentlich hätte man das ein bisschen einfacher lösen können oder ein bisschen charmanter auch für Bilbo, dass er eben für dieses Abenteuer durchaus offener war, wie es dann auch im Buch gestaltet war. Dann ist man eben auch unterwegs und erfahren so ein paar Informationen von den Zwergen über Thorin, wie er zu seinem Namen gekommen ist, was es mit den Orks auf sich hat, was es dann eben auch mit Moria zu tun hatte. Und da ist dann auch schon der Unterschied, dass eigentlich vorher schon bekannt ist, dass man durch Bruchtal laufen wird, also durch das Elbenreich. Und wenn jetzt auch Elben und Zwerge nicht so die Best Buddies sind, sondern eher schon ja sehr neutral, wenn nicht negativ aufeinander gestimmt sind, wusste man im Buch schon vorher, man wird diese Elben dort treffen, man wird durch Bruchtal gehen und man wird auch die Karte von Elrond lesen lassen. Im Film wird da ja ein Bohai draus gemacht und es wird sich gewehrt. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, wie das so gelaufen ist. Auch das mit den Trollen, das ist eine wunderbare Szene, die ja auch einen Bezug zum Herrn der Ringe hat, denn im Herr der Ringe erzählt ja Bilbo an seinem Geburtstag so ein paar Kindern, wie das mit den Trollen gelaufen ist, und wir treffen ja dann auch irgendwann im Herrn der Ringe eben auf diese Trolle, während Frodo schon verletzt ist. Und das ist natürlich so ein schönes Gimmick, wo man einfach sagt, man spürt hier diese Verbindung zwischen dem Herrn der Ringe und der Hobbit, denn wir sind jetzt eben dabei, wie die Trolle unsere Zwerge und auch Bilbo aufessen wollen. Allerdings gibt es auch hier einen Unterschied, dass das ein bisschen anders abläuft, dass nicht Bilbo die Trolle im Grunde hinzieht, bis dass die Sonne kommt, sondern Gandalf, ich glaube, auch gar nicht weg war in dem Buch, sondern dabei war und die im Grunde hingehalten hat, bis die Sonne kam, und dann werden eben Trolle versteinert. Das ist so ein bisschen Unterschied. Ich finde das im Film ganz gut gelöst, weil es natürlich eine gewisse Spannung aufbaut und man muss ja visuell auch ein bisschen anders eine Stimmung erzählen, als man es dann einfach im Buch kann. Aber das fand ich tatsächlich ganz spannend, und da würde ich sagen, da gefallen mir beide Szenen gut, sowohl die aus dem Buch als auch aus dem Film. Als wir dann eben im Bruchtal ankommen bei den Elben, muss ich sagen, dass die Elben hier noch ernster wirken, als wir sie aus dem Herrn der Ringe kennen, während im Hobbit die Elben ja wirklich noch ein bisschen lustiger waren. Lockerer, leichter, entspannter. Die Elben auch wirklich, haben die Zwerge auch wirklich willkommen geheißen. Es gab ein Fest, es wurde geschmaust und gegessen und es war richtig toll. Das wirkt mir im Film sehr bieder, und da frage ich mich schon, wo ist denn der Humor der Elben hin? Elrond ist ja gefühlt noch so einer der lockersten, wenn wir mal ehrlich sind. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich diese Lockerheit eigentlich bei den Elben mochte und es ja gar keinen Grund aktuell irgendwie gibt, um ganz so ernst zu sein. Denn es ist ja auch noch gar nicht angefangen, dass die Mittelerde verlassen und irgendwie, wenn da einige schon bekannt ist, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Es gibt dann ja auch den geheimen Rat, den Weißen Rat, der ja besteht aus Elrond, Gandalf, Galadriel und Saruman. Im Buch gehören dann noch ein paar andere dazu, wobei man sagen muss, dass diese Szenen um den geheimen Rat, um den Nekromanten, dieses Rätsel, dass das überhaupt keinen Bestandteil hat im Hobbit. Das spielt, soweit ich weiß, nicht mal in der gleichen Zeitfolge, denn man wusste beim Hobbit schon, wer der Nekromant ist, dass Sauron wieder da ist, dass er unterwegs ist, dass er den Düsterwald vergiftet hat, dass er den Düsterwald zum Düsterwald gemacht hat. Das war ja eigentlich mal der Grünwald, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Rätsel, ich kann verstehen, dass man das irgendwie in den Film gebaut hat, um eben zu erklären und diese Brücke zu schlagen zum Herrn der Ringe, dass man eben sagen wollte, wie ist Sauron überhaupt zurückgekommen. Ich kann das verstehen. Es macht nur nicht immer so viel Sinn. Und das ist so ein bisschen auch mein Problem, was sich dann weiter fortspinnt, dass es auch andere Änderungen gibt, die für mich im Zusammenhang mit dem Abenteuer des Hobbits und der Zwerge so gar keinen Sinn macht. Und ja, natürlich wollte man hier mal zeigen, dass es diesen Rat gab, man auch schon den Verrat ahnen kann, den Saruman dann ja im Grunde an den geheimen Rat begeht. Aber für mich, auch so diese Liebelei zwischen Gandalf und Galadriel hat für mich nicht so Sinn gemacht. Sowieso hat keiner von denen irgendwas gesagt, ne? Aber man hat nirgendwo je mitbekommen, dass das da so eine innige Beziehung geherrscht hat. Also ich würde jetzt nicht von Liebe sprechen, aber es ist wohl schon überliefert, dass sie sich gut verstanden haben, aber das finde ich definitiv zu viel. Und das geht später auch noch viel weiter. Und auch wie Galadriels
Charakter dann noch so im zweiten und auch im dritten Film so verändert wird. Das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich kann verstehen, dass man diese Brücke machen wollte, dass man erklären wollte, wie kam es eigentlich dazu, dass der Nekromant auftauchte, dass Sauron wieder da war, dass die Reiter von Nazgul unterwegs waren, wie ja all das mit Dol Guldur und so weiter gegangen ist, dass man das irgendwie erzählen wollte. Nachdem wir eben durch Bruchtal gekommen sind, geht es ja weiter, dass wir dann in den Orkhöhlen landen. Und auch hier das mit den Steinriesen, da kann ich mich im Buch überhaupt nicht dran erinnern, dass das so dargestellt wurde, dass das so eine große Bedrohung war. Aber wir sind dann in den Orkhöhlen und auch beim Orkkönig oder der Königin. Das fand ich schon sehr strange, das muss ich ehrlich sagen. Da habe ich echt gedacht, wo bin ich jetzt? Also das fand ich sehr merkwürdig umgesetzt. Überhaupt diese ganze Flucht, diese Gefangennahme und dann kann sich ja Bilbo absplitten, trifft dann ja auf Gollum und hier muss man sagen, dass das wirklich gut umgesetzt ist, das gefällt mir. Ich mag Gollum sowieso sehr gerne als diese Art Charakter, die er ist. Er ist nur im Hobbit noch nicht so schizophren, wie man ihn aus den Herrn der Ringe kennt. Also diese Gespräche Sméagol, Gollum, die gibt es in der Höhle nicht. Da führt er das noch nicht mit sich, wie es dann im Herrn der Ringe der Fall ist. Ansonsten ist das mit dem Ring und diesem Rätselraten und so wirklich schon eins zu eins gelöst, wenn nicht gar, dass die Rätsel tatsächlich all die waren, die auch im Buch waren. Das fand ich richtig schön gemacht. Also auch wie Bilbo dann im Grunde wieder nach draußen kommt, wie er den Ring an sich nimmt, auch noch gar nicht ahnt, was dieser Ring für eine Wirkung hat und ja auch Gandalf es lange nicht weiß, dass das der eine Ring ist, sondern es ja nur für einen Magierring hält oder für einen magischen Ring hält und das finde ich auf jeden Fall spannend und schon auch auf jeden Fall gut gemacht. Dann sind wir ja außerhalb dieser Höhlen und dann kommt eine Änderung, die ich nicht verstehe, die für mich überhaupt keinen Sinn macht, die mir auch keinen Spaß gemacht hat und zwar ist, dass wir hier wieder den weißen Ork Azog haben. Also ja, den gab es, der wurde aber vom Großvater von Thorin definitiv getötet, umgebracht, der kommt auch nicht mehr wieder. Sein Sohn spielt natürlich irgendwie eine Rolle im Hobbit, das ist keine Frage, den trifft man ja dann auch, ich weiß gar nicht, ob das schon im ersten Mal oder erst im zweiten gekommen ist. Aber ich habe diesen Konflikt nicht verstanden. Musste man jetzt wirklich noch so einen Bösewicht einführen? Das ist was, wo ich so da... Und auch wie man den zeigt, als wenn man ja bedenkt, dass uns im Herrn der Ringe erklärt wird, wie Orks entstanden sind. Da frage ich mich, wo soll diese Art von Ork herkommen? Warum soll der so viel mächtiger sein als die Uruk-hai, die Saruman dann entstehen lässt? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn man beim Herrn der Ringe bedenkt, dass hier eine eigene Ork-Rasse gezüchtet wurde, aus guten Gründen, wenn man schon so starke Orks irgendwann mal irgendwo hatte, 60 Jahre zuvor oder noch länger. Und das verstehe ich irgendwie nicht, warum man da unbedingt diesen Herrn der Ringe so übertoppen musste. Und das wird ja später im dritten Teil bei der Schlacht der Fünf Jahre noch viel, viel schlimmer, wo ich wirklich nur da sitze und denke, sag mal, habt ihr eigentlich den Verstand verloren? Es macht überhaupt keinen Sinn, den Herrn der Ringe 60 Jahre vorher zu toppen, weil so aufregend war diese Reise nicht. Sie hatte eine Bedeutung. Ja, der eine Ring ist aufgetaucht. Und auch alles, was mit Smaug passiert, das ist wichtig für die Entwicklung von Mittelerde, für das dritte Zeitalter, in dem wir uns befinden. Aber dieser Azog, das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Wir treffen dann ja auf die Adler und im Vorfeld hatten wir ja auch schon Radagast kennengelernt. Und auch der wird immer nur so ein bisschen erwähnt in den Büchern in Mittelerde. Also man weiß ja, dass es eben 6 dieser Zauberer oder 7 dieser Zauberer gibt. Also wo wir Gandalf haben, Saruman haben, Radagast. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 blaue. Das weiß man, wo ja auch dann Gandalf selbst sagt, er weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. Aber dass man Radagast so darstellt, das fand ich wirklich grenzwertig. Also gar nicht so vielleicht die Optik oder dass er naturverbunden ist, sondern warum da Vögel unter seinem Hut hausen, warum er so total merkwürdig ist und gefühlt immer nur auf Droge und auf Pfeifenkraut. Also ich fand das sehr merkwürdig. Ich glaube nicht, dass das Tolkien sich so vorgestellt hat. Auch wenn man so ein bisschen aus den Büchern und auch aus dem Hobbit dann ja liest, also da wird ja Radagast auch mal erwähnt, aber dass der da auf einmal mit einem Schlitten voll Hasen daherkommt oder Kaninchen, was soll dieser Schwachsinn? Also das ist auch so eine Änderung, die mir nicht gefällt, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, man wollte wahrscheinlich einen Dialog für Gandalf schaffen, vielleicht auch irgendwie so ein Wegpartner, eben wenn es darum geht, den Nekromanten aufzulösen, aber das hätte er meinetwegen auch allein machen können. Also das, oder in Rückblenden irgendwie ihm erzählen können. Also das,
Also Radagast, das ist für mich tatsächlich auch ein sehr schwieriges Thema. Und dann kommen die Adler und die Adler fliegen unsere ja, Verletzten und auch ja, mitgenommenen Zwerge samt Gandalf und Bilbo dann eben an einen sicheren Stadtpunkt, wo man dann im Grunde auch schon den Berg sehen kann. Und sehr häufig wird ja gefragt, warum haben denn die Elben, nein, haben denn die, die Adler nicht einfach den Trupp gleich dahin geflogen, wohin muss? Es ist eine sehr spannende Frage. Es gibt verschiedenste Theorien, von dass eben die Adler gar nicht so diese Kraft hatten, dass sie sich nicht so ausnutzen lassen wollten von den anderen Lebewesen, dass es vielleicht auch eine gewisse Grenze gab innerhalb der Ländereien. Also richtig festgelegt ist das nicht. Das ist auch gar nicht relevant. Wir wollen ja mit den Trupp sozusagen weiterreisen und da hätte es ja gar keinen Spaß gemacht, wenn wir dahin geflogen wären. Also ja, muss man ja ganz klar sagen, beziehungsweise ist das ja auch eine Frage, die dann wieder im Herrn der Ringe gestellt wird, wenn es denn Adler gibt, warum haben die denn Frodo nicht einfach in den Schicksalsberg geflogen? Da hat man ähnliche Theorien darüber. Aber das Internet ist da wirklich voller Theorien. Ich glaube tatsächlich wirklich beantwortet wird das im Tolkien-Universum von ihm selbst nicht, aber vielleicht ja doch und ich habe das einfach nur noch nicht so in meinem Kopf drin. Aber das, ja, alles in allem gefällt mir tatsächlich der erste Teil vom Hobbit sehr gut. Ja, jetzt habe ich natürlich schon das ein oder andere gemeckert, aber alles in allem mag ich die Atmosphäre, ich mag, wie Spannung erzeugt wird, wie uns das erzählt wird, ich mag, wie uns die Zwerge näher gebracht werden, ich finde schön, dass wir schon mal wieder Bruchtal sehen, die Elben sehen, ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlecht, dass wir diesen geheimen Rat ein bisschen haben, auch wenn ich es ein bisschen einfach nicht korrekt finde und innerlich so in mir jemand sagt, ach, das hätte man anders und dann hätte man auch den ganzen Rat zeigen können und so weiter. Also es ist nicht ganz rund. Ich fühle mich da aber schon sehr in Mittelerde angekommen. Also auch den Weg, den wir gehen, dass manches bekannt ist, anderes unbekannt ist, dass wir jetzt schon den einsamen Berg vor uns sehen. Das finde ich tatsächlich ganz gut gemacht. Ich mag auch so diese Gruppendynamik von den Zwergen mit Bilbo und ja auch so ein bisschen Gandalf, der so ja, die Sonderrolle einfach hat. Es ist schon ein guter Film und es ist, finde ich, auch eine gute Adaption zum Buch. Aber man muss natürlich sagen, dass all das, was hier in 3 Stunden passiert, wirklich, ja, wenn überhaupt ein Drittel des Buches ist, also keine 100 Seiten. Also man hat sich schon sehr viel Zeit gelassen, aber eigentlich gar nicht viel erzählt. Also es ist schon viel Blabla und so ein bisschen Geplänkel, wo man denkt, ja, jetzt wirklich weitergekommen ist man in der Geschichte, aber auch nicht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Und dass man eben auch Charaktere wie Radagast und Azog irgendwie so darstellt, oder Azog gibt es ja gar nicht mehr, der ist schon lange tot, das, ach, da sitze ich schon da und denke mir, naja, ob das, also ja, das ist immer nicht ganz so meins. Das muss ich ganz klar sagen, das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass für mich auch der erste Hobbit noch mit der beste Hobbit ist, aber nicht für mich zum Beispiel an den ersten Teil von Herrn der Ringe rankommt. Also für mich bleibt die Hobbit-Trilogie definitiv hinter der Herr der Ringe-Trilogie, wo es gefühlt nur Filme gibt, die 10 von 10 Punkte haben, während ich tatsächlich dem Hobbit hier vielleicht so irgendeine 7,5 geben würde, mit den paar Abstrichen. Insbesondere auch einfach so den Unterschieden, die jetzt vielleicht gar nicht so extrem sind, aber gerade was Azog angeht, was diesen ganzen Ork gegen Zwerg und auch, ja, auch wenn man die Elben zeigt, ach, das passt und ist für mich nicht ganz rund. Ja, aber alles in allem, ich habe jetzt, glaube ich, 7,5 Sterne gegeben und das 7,5 Punkte von 10, wie man das ja so in der Filmwelt macht und ich glaube, damit kann ich auch ganz gut leben und damit kann ich auch ganz gut leben und würde jetzt die 7,5 hier auch setzen, aber es wird jetzt eher tendenziell schlechter. Muss ich, kann ich ja schon mal spoilern. Ja, ich bin sehr gespannt, ja, wie euch der erste Hobbit-Film gefallen hat, ob ihr ein Fan dieser Extended Edition seid oder ob ihr nur die normale Fassung, die normale Kinofassung anschaut. Lasst uns da gerne auch ein bisschen austauschen und ja, meine Notizen sind abgearbeitet. Es hat schon tatsächlich ganz schön Spaß gemacht, so ein bisschen hier in dieser Welt wieder tiefer einzutauchen, ein bisschen was zu analysieren, zu erzählen. Da könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie euch jetzt dieses Video gefallen hat und ja, was ihr so auch zum Hobbit denkt. Also da freue ich mich sehr, sehr, sehr mit euch in den Austausch zu gehen und ja, lange genug gequasselt. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich bei diesem Rewatch-Talk sozusagen und freue mich, wenn ihr dann beim zweiten Teil auch wieder mit dabei seid. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.